Liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Museums, mein Name ist Ronald Göbel. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Deutschen Museum und arbeite an der neuen Ausstellung Chemie, die Ende 2021 hier eröffnen wird. Ich treffe mich heute mit Claire Stark. Claire ist Chemikerin und wir werden heute über ein Thema erzählen, das uns sehr am Herzen liegt und was wir sehr gern mögen, nämlich Schokolade. Ja, ich habe hier schon so ein Anschauungsobjekt mitgebracht. Was ist jetzt an so einer Tafel Schokolade aus chemischer Sicht besonders interessant? Schokolade, kann man ja wirklich sagen, das betört unsere Sinne. Ja? Also es ist wirklich ein Zusammenspiel von vielen hundert Aromastoffen und die unsere Sinne im Prinzip umschmeichelt. Und das kann man sich so ein bisschen auch so vorstellen wie eine Orchestersymphonie mit vielen verschiedenen Instrumenten tatsächlich. Ja, jeder Aromastoff sozusagen ist ein unterschiedliches Instrument und das ergibt sozusagen in seiner Gesamtheit wirklich ein Geschmackserlebnis einer ganz besonderen Art und das ist ja genau auch der Grund, warum wir Schokolade so gern essen und so gern genießen. Damit die Aromen jetzt auch an unsere Geschmacksrezeptoren kommen, brauchen wir einen Geschmacksträger. Und das ist bei Schokolade ja normalerweise Fett. Also Kakaobutter, das Fett, das eh schon in der Kakaopflanze dabei ist. Was ist denn an diesem Fett jetzt noch besonders? Also die Kakaobutter hat eine Eigenschaft, die nennen wir in der Wissenschaft Polymorphie. Die Polymorphie kann man vielleicht am leichtesten übersetzen mit Vielgestaltigkeit. Und das bedeutet also, dass je nachdem, wie diese Schokolade quasi fest wird, sie kristallisiert, gibt es unterschiedliche Geometrien, die wir voneinander unterscheiden können. Wir unterscheiden da Kristallklassen sozusagen und derer haben wir 6 verschiedene bei der Kakaobutter. Und jede hat auch eine unterschiedliche Eigenschaft. Ja. Und das Wichtigste ist tatsächlich der Schmelzpunkt. Ja. Wo schmilzt also dieses Fett? In welchem Temperaturbereich wird sie also flüssig? Das ist sehr wichtig. Besonders schön für die Schokolade ist eine ganz bestimmte Kristallform, nämlich die Kristallform 5. Und das ist genau, wenn die Schokolade also diesen schönen Glanz halt tatsächlich hat. Und wenn man sie dann eben tatsächlich bricht, dann hört man auch dieses wunderbare Knacken. Ja? Und das ist genau das, diese Kanten, das ist also genau die richtige Form im Prinzip, wie wir die Schokolade haben wollen. In dieser Kristallform schmilzt also die Kakaobutter bei einer Temperatur von ungefähr 33 Grad. Ja? Und das passiert also dann so, dass sich quasi die einzelnen Aromen wirklich wie so ein Fettfilm im Prinzip ganz leicht auf unsere Zunge legt und im Prinzip die Aromen genau da sind, wo wir sie also haben wollen. Ja, und dann kommt eben auch erst dieser Genuss zustande. Ich rieche jetzt auch schon. Ja. Du hast gesagt, Kristallform 5 ist also das, wo die Atome genau in der räumlichen Anordnung kristallisieren, dass wir genau diese Eigenschaften haben. Wie sieht es denn dann bei den anderen Kristallformen aus? Genau, also tatsächlich, die Einteilung ist halt entsprechend des Schmelzpunktes. Ja, also je höher die Kristallform ist, desto höher ist auch der Schmelzpunkt. Und dummerweise ist diese Kristallform 5 nicht die stabilste Form. In der Natur ist es ja immer so, dass sich das langsam halt entwickelt oder ja, hinstrebt zum energetisch günstigsten Zustand. Das ist dummerweise eben diese Kristallform 6. Und die hat aber tatsächlich einen Schmelzpunkt, der halt ungefähr 2,5 Grad höher liegt, ja, ungefähr also bei 36,5 Grad ungefähr. Und das führt aber dann dazu, dass die Schokolade gar nicht mehr so schön schmilzt tatsächlich im Mund. Ja. Wir müssen dann also eher kauen, ja, und dann können die Aromen auch gar nicht mehr an den Stellen an der Zunge gelangen, wo sie eigentlich hin sollen. Und außerdem ist die Schokolade dann auch nicht mehr so schön glänzend, die ist dann eher auf der Oberfläche wirklich richtig stumpf und die lässt sich auch gar nicht mehr so schön brechen. Es gibt auch gar nicht mehr dieses schöne Knack, das ist eher so, ja, ein bisschen wie Kerzenwachs, kann man sagen. Und das wollen wir eben gerade bei der Schokolade natürlich nicht haben. Das ist ja erstaunlich, dass also 2 Grad so einen krassen Unterschied machen.
Wie ist das dann? Ist das auch das, wenn man die Schokolade zu schnell erhitzt, dass sie dann so grau wird? Ist das dann auch eben diese Kristallform 6? Genau. Also das ist tatsächlich, was man bei der Schokolade eben beachten muss, wenn man sie halt verarbeitet. In der Küche zum Beispiel steht ja im Rezept eben auch immer drin, dass man also möglichst ein Wasserbad nehmen soll. Und das verhindert es im Prinzip genau, dass man die Schokolade zu stark erhitzt und dann durch das Abkühlen, dass sie eben in diese ungünstige Kristallform übergeht. Wasser kocht ja bei 100 Grad und dann kann ich also ganz vorsichtig aufschmelzen und dann gieße ich sie eben im Prinzip aus. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen das Geheimnis, was die Leute, die mit Schokolade arbeiten, die Schokolade auch herstellen, dass Schokolade ganz, also temperiert werden muss im Prinzip vor dem Gießen, um dann eben diese gewünschte Kristallform zu bekommen. Ja, dafür bin ich natürlich immer zu ungeduldig. War ein anderes Thema. Wenn man jetzt Werbung sieht für Schokolade oder für so Schokoladenprodukte, gerade für Kinder, dann heißt es ja immer, dass besonders gesund, weil da Milch drin ist und Kakao. Und jetzt ist natürlich irgendwie klar, dass es ein bisschen Quatsch ist, weil ja Schokoprodukte nicht super gesund sind. Mhm. Aber andererseits hört man ja doch immer wieder, dass gerade bei dunkler Schokolade doch gesunde Inhaltsstoffe enthalten sein sollen, irgendwelche Antioxidantien zum Beispiel. Genau. Was ist denn da dran? Genau, also das stimmt natürlich. Ja. Schokolade, wie gesagt, enthält sehr, sehr viele verschiedene Stoffe, die auch wirklich gewünschte Wirkungen zum Beispiel haben. Du hast es angesprochen, eben die antioxidative Wirkung zum Beispiel. Oder auch tatsächlich Stoffe, die uns auch glücklicher machen. Ja. Tatsächlich in Schokolade sind in ganz geringem Umfang Amphetaminen letztendlich enthalten, Dopamin, also Stoffe, die auch wirklich die Stimmung aufhellen. Ja. Und tatsächlich aber ist dieser Gehalt in normaler Schokolade tatsächlich so gering, dass eigentlich davon keine direkte pharmakologische Wirkung sozusagen ausgehen sollte. Also Schokolade essen tatsächlich hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie mache ich das? Sitze ich auf dem Sofa und lese vielleicht ein Buch? Oder das ist ganz ähnlich wie beim Kaffee trinken. Da spielt natürlich neben dem Aroma viele andere Sachen eine Rolle. Das heißt, wenn wir jetzt zusammen diese Schokolade essen, dann wird die uns wahrscheinlich trotzdem auch ein bisschen glücklich machen, auch wenn es nicht ein Inhaltsstoff ist. Ja, das glaube ich doch schon, ja. Wenn euch Schokolade auch ein bisschen glücklich macht, dann lasst uns gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr zur Chemie bei der Schokoladenherstellung wissen wollt, dann schaut einfach unser nächstes Video. Und bis dahin, bleibt neugierig.